Viel hilft viel. Gilt das auch für die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland? Da habe ich und viele meiner Kollegen, Kolleginnen aus der Branche so ihre Zweifel. Viele kleine Kliniken können definitiv nicht die Qualität liefern, die wir als Patientinnen und Patienten erwarten, wenn sie von einer Sache nicht so häufig das machen oder die Behandlung nicht so häufig durchführen, wie eben große Kliniken das machen, die das können. Weil auch in der Medizin gilt einfach, wenn man von derselben Sache häufiger dasselbe tut, wird die Qualität besser. Man hat Lernkurven, das Team ist eingespielter, man hat bessere, erprobtere Behandlungsstandards, man hat eine höhere Prozessqualität und das gilt eben auch in der Medizin und davon darf man uns auch in Deutschland nicht die Augen verschließen. Andere Länder machen uns das vor. Die haben hochspezialisierte Kliniken, deutlich zentriertere Einheiten, die in vielen Indikationen spezialisierte Angebote anbieten. Das haben wir auch in Deutschland. Wir haben solche Zentren, aber wir haben natürlich auch in vielen Regionen sehr viel Kleinstkrankenhäuser und Kliniken, die oft den Anschein haben im Plan, was man dort alles an Versorgung bekommt, was aber häufig in der Realität, mal vorsichtig formuliert, immer zu hinterfragen ist. Und deswegen glauben wir, auch für die Kliniken würde gelten, manchmal ist weniger mehr und weniger Kliniken eine Fokussierung, wäre eigentlich das Gebot der Stunde, was auch für Deutschland ansteht.